Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Ja, ich hab's geschafft. Die ersten drei Rahen vom Großmast sind jetzt fertig. Ich habe euch gleich dort hinten dran an meiner Ansagengesabbel. Ich werde auch keine Schlussabsammlung machen, weil dieses soll mal ein kurzes Video werden. Also die beiden Großbram-Segel und also Ra und die Royal Ra, die sind identisch in der Bauweise mit kleinen Abänderungen wie die Groß Ra. Ja, die Groß Ra war ein mega langes Video, aber ich wollte euch gerne einmal alles zeigen, wie so eine Ra hergestellt wird. Und wenn man sowas am Tisch macht, das kann man schlecht zurechtschneiden oder ein Stückchen rausschneiden. Weil ihr sollt ja genau sehen, wie das gemacht wird. Ihr könnt natürlich euch die Stücke genau rausfischen. Oder das solltet ihr denn auch tun. Ihr dürft auch gerne vorspulen. Ich weiß, dass es alles so ist. Aber nehmt euch einfach die schönen dicken Fische da raus aus diesem Video. Und dann könnt ihr es weiter gebrauchen. Ja, dieses wird etwas kürzer. Ich werde dort nur ganz kurz zeigen, wie diese Rahen eben halt aussehen. Und kleine Unterschiede sind, wie gesagt, bei der Bramra, dass die hier Lücken offen hat. Aber jetzt, wo das schwarz gestrichen ist, sieht man das überhaupt nicht. Und bei der Royal Ra ist es eben halt so, dass sie nur Klappen kriegt und ein paar Pferdefüße. Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Ich habe jetzt Mondfeld zur Rate gezogen. Ich habe mein Baupläne, wie ich die mache, von Manoli, die wirklich toll sind, und ich habe die Originalbilder und ich habe die Agostini. Moonfield und Manoli sagen, am Royal, an der Royal Ra kommen Pferdefüße ran, die Agostini, und selbst am Originalbild sind keine dran. Aber ich sag mir, normalerweise müssen da welche ran sein, weil die Leute müssen ja irgendwie darauf rumtouren, um die Segel loszumachen. Denn die Segel haben ja kleine Reffbänzel, die werden zusammengeknotet, wenn das Segel eingeholt wird. Und die müssen ja irgendwie gelöst werden. Und von daher gehe ich davon aus, dass auch das Royal, die Royal Ra Pferdefüße gehabt hat. So, das alle ganz kurz. Ich zeige euch nur mal ganz kurz im Anhang, wie ich jetzt noch die beiden letzten Rahen fertigstelle. Und es freut mich, dass ihr immer wieder, auch wenn es ein mega langes Video ist, meine Videos anguckt und meinen Kanal einschaltet. Und das solltet ihr auch weiterhin tun. Da freue ich mich drüber. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es natürlich auch gerne abonnieren. Da freue ich mich noch mehr drüber. Und da macht ihr das kleine schwarze Glöckchen einschalten, denn werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es weitergeht über die Victory in Eddys Modellwerft. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, und gleich kommen die zwei Videos und kein Schlussgesappel. Tschüss! Und jetzt geht das weiter mit der zweiten Ra, und zwar die Großmars-Ra. Diese Ra heißt Mars-Ra, weil sie zwischen dem obersten Eselshaupt und der Mars, also der ersten Plattform, hängt. Und wenn sie runtergeführt wird, hängt sie ja auch bis zum Eselshaupt nahe der Mars-Plattform dran. Ja, hier gibt es einen kleinen Unterschied zu den anderen, zu der ersten Großra. Ich möchte euch das einmal ganz kurz zeigen. Und zwar, die werden solche Lücken drin haben. Die werden also nicht voll mit Holz ausstaffiert sein, wie die Großra gewesen ist, sondern die haben hier jetzt noch links und rechts Kanten. So, hier habe ich das auch richtig gemacht. Hier seht ihr das richtig schön. Ich habe hier die 3x2 mm Leisten verwandt, wo ich bei der Großra ja den Fehler gemacht habe, die ersten anstatt 4er auch die 3er genommen, weil ich nicht auf das richtige Tütchen geachtet habe. Also hier sind die richtig, und ihr seht,
die passen immer direkt genau gegenüber. Also die stoßen kantmäßig ran. Und wenn hier jetzt die nächste 3 mm Leiste reinkommt, die ich auch wieder angespitzt habe, seht ihr auch hier so, dann tada, passt sie da wunderbar rein. Weil die Oberfläche ist 3 mm und da in der Mitte, ja, ist 0 und darum muss man die in der Mitte ein bisschen anspitzen. Jo, und jetzt werde ich mal abmessen. Die sagen, da soll ein Stück von 5 mm. Das schaue ich mir mal ganz kurz am Lineal an. Ein kleines Schmuddellineal. Ja, 5 mm, das ist wirklich ein kleines Stück. Und die werde ich mir jetzt zurechtschneiden. Ich brauche sozusagen 4 Leisten, also brauche ich 8 solche Stückchen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal ein ganzes Stück angefräst und das werde ich jetzt verarbeiten und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, jetzt habe ich hier schon alles fertig gemacht. Ich habe die vorderen Klampen angebracht, ich habe die Ösen schon angebracht für die Spieren, natürlich auch schon reingesteckt. Ich werde vorher jetzt noch gleich die ganze Ra werde ich schwarz streichen. Vorher werde ich noch die Bänder antüdeln. Was ich euch beim letzten Mal bei der Großra nicht gezeigt habe, ist, und zwar, das ist mir aufgefallen, Agostini hat Folgendes vergessen. Es kommt ja hier außen, kommt ja die Halterung ran für die Spiere, aber hier hinten würde sie in der Luft rumflattern. Und da habe ich mal, weil ich mich so vage daran erinnere, dass da irgendwie noch eine Stütze kam, ja, ich habe mal bei Herrn Mohnfeld nachgeguckt und da habe ich mir hier eine Stütze gebaut. Die kommt jetzt hier unter und wird ganz knapp links und rechts abgeschnitten, ne, so ungefähr auf dieser Länge. Also hier habe ich hier ausgeschält und dann wird das ganz knapp dahinter wird das abgeschnitten. Das ist wirklich nur dieses kleine Stückchen als Stütze da ist. So, wo ist sie? Da ist sie. Ja, eine kleine Stütze für die Spiere. Ganz am Ende der Ra kommt das hin. So, hier jetzt nochmal. Da habe ich das andere Stück. So, auch stramm ran. So, einmal Knips und da ist sie. Und da haben wir jetzt die zweite Halterung. Die wird jetzt da drunter geklebt. Da nehme ich natürlich wieder Sekundenkleber für. Und dann wird das hier alles schwarz angemalt. So, die Ra selbst, die Spiere selbst klebe ich noch nicht fest, aber dieses Teilchen. Ups, einmal verrutscht. So, da kommt das hin. Und dann sieht das auch gut aus. So, hier haben wir die nächste. Bei meiner Großra habe ich das natürlich auch jetzt noch nachträglich gemacht, weil sollen ja alle irgendwie irgendwo gleich aussehen. So, jetzt haben wir das und jetzt hält das auch. Ich werde euch das nachher im bemalten Zustand alles zeigen und dann haben wir schon mal die nächste Ra. Ja, ihr Lieben, so sieht jetzt die Großmaß-Ra aus. Und ja, habe alles geschwärzt, alles geteert und habe auch schon die Blöcke rangemacht für die Halterung. Ne, hier ist noch ein Tüdelband lose, das muss ich noch abschnibbeln. Der ist mir vielleicht ein bisschen zu lang zu gelungen, aber den werde ich dann ganz einfach einmal nochmal aufspeisen und fertig aus. Ja,
So sehen sie es aus. Die Rahen, die kommt natürlich so rum, ne, damit das denn alles auch gleich aussieht. Ja, sehr schön. Und jetzt kommt die letzte Rahe und dann ist der Großmast komplett. Ja, liebe Leute, jetzt habe ich auch die letzte Rahe am Großmast fertiggestellt. Die ist eigentlich sehr einfach gehalten. Die hat keine Spieren und nichts. Wie gesagt, die Blöcke mache ich erst ran, wenn ich meine Tagelung anfange. Und ja, hier habe ich wieder das gleiche Prinzip gemacht, die Verstärkung aufgesetzt. Die ist auch diesmal wieder geschlossen. Wie nicht bei der mittleren Rahe, da ist sie ja teilweise offen. Und hier sind 2x2 mm Leisten verwendet worden. Und hier wieder die Klampen vorne. Jetzt fehlen nur noch die Blöcke und jetzt werde ich die nächsten Rahen für die nächsten Masten fertig machen. Als erstes wird jetzt der Fockmast dran sein und danach werde ich dann den Besanmast machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.